Lialo, heute mal für unsere Systemadministratoren ein kleiner Sicherheitshinweis. Dieser Desktop-Hintergrund nicht ohne Grund. Wasser ist schön. Und was gibt es im Wasser? Seepferdchen, ja, Seepferdchen. Wir könnten zum Beispiel suchen nach Seahorse. Seahorse. Nun, Passwörter und Verschlüsselung. Hier wird unter Linux Mint das Programm Seahorse benutzt, für Passworte sich zu merken. An diesem kleinen Symbol, ja, sehen wir, das ist ein Schlüsselbund, der bei der Anmeldung automatisch entsperrt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kaffee trinken wäre, ihr würdet euch an den Rechner setzen und würdet das kleine Seepferdchen aufrufen. Dann könntet ihr mal schnell gucken, was ich zum Beispiel meine Samba-Freigabe für ein Passwort hätte. Zum Beispiel, hier habe ich eine Samba-Freigabe für mein NAS-Laufwerk. Eigenschaften, eigentlich ist es ein Computer, aber sagen wir mal, es wäre ein NAS-Laufwerk. Und da sehen wir das Passwort. Das kann man sich anzeigen lassen. Wunderbar. Dieser kleine Sicherheitshinweis, guckt mal nach, ob Seahorse eure Passworte rausdrückt, insbesondere dann, wenn ihr dasselbe Passwort für alles Mögliche benutzt, ist das ein kleines Sicherheitsrisiko. So, das Klicken auf das Schlüsselsymbol nützt übrigens nichts. Nach einem Neustart ist das Ding wieder auf. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Seepferdchen, ich höre dir trapsen und tschüss.